Willkommen zurück, liebe Leute, willkommen zurück. Erstmal wird Shara hier heilen. Du brauchst die Leben! Bam! Nice. Und geht ein Level ab. Sehr schön. Denn, wisst ihr, sie können sich alle nochmal auf Level 20 entwickeln. Das werde ich auch irgendwann machen. Da gibt es irgendwann so eine Trainingseinheit und da werde ich das nutzen. Richtig krass, wisst ihr. Richtig krass. Okay. Na gut. Okay, bam. Warum auch immer ihr... Na gut, da kriegt er sein Level ab halt. Dann nehmen nicht sein, dann kriegst du halt er. Ja gut. Du bist tot. Tschüss. Ich wollte noch meinen Wurfball aufbrauchen, ihr Assis. Level ab für Dog-Ass. Krieg ich Stärke bitte, krieg ich bitte Stärke. Yes, und Resistenz. Nice. Ich hab Magieresistenz bekommen. Weniger Magieschaden ist weniger Magieschaden, sag ich dazu. Super praktisch. Badenboy, spiel ein Lied, du, ich rocke dich in den Tod hinein. Oh yeah, doodle-dee, doodle-doodle-dei. Du heißt ja small, den lieben Dark Ass. Schwung, schwung, swiss, swiss, swiss. Als Erfahrungspunkte Waffenlevel erhöht. Schickimicki! Krieg bitte noch ein paar mehr Gegner. Ich hätte schon gerne noch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Ist irgendwie sonst ziemlich öde, ne? Was würde ich eigentlich theoretisch machen? 7, 14. Er würde 11, aber da. Die anderen würden mich halt auseinanderpflücken. Passt. Sie kommt mit. Er kommt auch mit. Passt. Ende. Wunderschön. Ach klar. Axtmeistern. Tja, ist mir egal. Bam! Hoho! Oh, boom! Erstmal voll zerschlitzt. Lappen. Und die geben so viel Erfahrungspunkte dafür, dass sie scheiße sind. Erdnanzmeister. Das wird wehtun. Bam! Euch doch trotzdem. Ist mir egal. Das wird nämlich das jucken. Ja, ne? Bam! Ich bin fade und ich mach alles kaputt. Weißt du, was das Schöne ist? Sie kann einfach nochmal wunderbar heilen. Sie kann sich einfach die Erfahrungspunkte holen, die sie sich verdient. Nice! Yes! Schön. Er kann jetzt hier rein und kann... was habe ich... Was? Ich habe nichts gemacht. Warum hat es gestoppt? Ich wollte eigentlich schauen, was... Okay. Spiel mir ein Lied vom Tod, du Vollidiot. Und macht Fire Emblem gerade so viel Spaß, ey. Das ist nicht mehr zu glauben, ne? Der Lanzenmeister kann den Lanzenmeister nicht aus. Er kann nicht? Kann den Panzerbrecher nehmen, das ist auch okay. Okay, das ist super. Let's go! Oder auch nicht. Juckt mich nicht, aber ihn! Treff ich auch nicht. Er kann einen Panzerbrecher, ne? Baby! Dann soll er den Dicken da hinten kaputt machen und der liebe Kent. Kentelfloss. Wieso? Er kann auch den Boss besiegen, weil der hat jetzt auch doch diese Aushebung der Waffe, oder? Ne, Axtmeister ist eine Lanze. Das ist wieder so, das ist dieses komische Tricky-Scheiße in meinem Kopf. Das ist eine Lanze, die ist effektiv gegen Äxte und
Nee, die gilt als Axt. Sie ist effektiv gegen Axt. Also, nee. Sie ist effektiv. Was? Nee, hä? Das gibt doch alles keinen Sinn. Wisst ihr was? Ist mir egal. Ich greife nicht den Typen hier an. Ich greife den hier an. War ja eh geplant. Klingenmeister hat er. Genau, das war mir schon irgendwie bewusst, dass er den hat. Aber Dorcas hat doch den Hammer. Warte mal. Ich will mal kurz gucken. Hammer. Im Endeffekt effektiv, aber durch die... Nein. Item, Eisen, Axt ausrüsten. Dankeschön. Ja, das soll so passen. Ich hab mich! Und ich greife ihn an, warum auch. Oh. Ich habe den Panzerbrecher draufgelassen. Shit! Hatte ich vergessen. Das ist dumm, wenn er sich bewegt. Oh, nein. Mein Herz! Mein armes, verschissenes Herz! Heil mich! Geil. Zane wird jetzt diesen Fatty von Fatty Fackmathausen hier erstmal mit seinem Fett wegmachen. Fatty von Fat Mac Fetthausen. Take this. Na, verdammt! Sie muss die Balliste eingenommen haben! Was geschieht hier, du? Stoppt euch endlich dieses Mädchen! Bam! Dieser Schaden! Gegen so einen Fatty ist der Schaden göttlich! Woo! Er trifft trotzdem noch. Bam! Nice! Auch nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Balliste zerbrach. Wollte ich mir den Punkt mit? Nee. Welches Level bist du eigentlich? Ich will ihn Level upen. Ich will ihn wirklich hochpushen. Vor allem, weil er einfach ein Level niedriger ist als sein Compadre hier. Und er ist trotzdem einfach. Okay, die Fähigkeit ist nicht so und so. Was weiß ich, was, ne? Verteidigung und Stärke ist mir einfach viel besser. Es ist geil. Weißt du? Spiel mir das Lied vom geilen Sieg. Yeah. Ah, sie kann ja nicht mehr, okay. Oh, dieses Schwert geht rein wie Butter! Bam! Yes! Langwert, ich habe versagt! Ich bin doch die Verstärkung, die ihr versprochen habt! No Verstärkung for you! Oh, tun, kann du. Wow, das Level war richtig nutzlos. Ist sie vorüber? Ja, ich kann keine freundlichen Soldaten mehr sein. Dennoch, irgendetwas lässt mir keine Ruhe. Was mag es sein? Es ist mir während des Kampfes auf unser Gegner. Sie waren Soldaten von Selen. Einige, gegen die wir gekämpft haben, habe ich sogar erkannt. Mit vielen von ihnen habe ich zusammen trainiert. Dennoch haben sie uns ohne zu zögern angegriffen. Sie waren nur Verräter. Oh, sie waren nur Verräter mit finsteren Herzen, die Lord Landgren gefolgt sind. Welch Glück, dass wir sie los sind. Es bedeutet auch weniger Widerstand am Schloss. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin doch froh, dass Nils und Ninja bei uns sind. Hätte mich der erste Schuss getroffen, hätte ich vermutlich nicht überlebt. Oh, du melodramatische Flunzel, Alter. Der Schuss hätte dir wahrscheinlich 4 Schaden gemacht. 4. Wie ein Affe, verdammt. 4 verdammte Schaden, ne. Schadenne? Was weiß ich? 4. 4. Du hast 29. Rechne mit. Du hast keinen einzigen Schaden bekommen in der Runde. Kein einziges Schaden, ne. Ich hab keine Ahnung. Es ist uns eine Ehre, euch gut gedient zu haben. Wir lassen euch niemals im Stich. Ich weiß, daher verlasse ich mich auf euch. Hast du an? Ihr habt euch sogar um die Balliste gekümmert. Gute Arbeit. Ach so, wo wart ihr die ganze Zeit über? Ich war im Dorf, um ein paar Informationen zu fragen. Für meine Mühen wurde ich mit interessanten Neuigkeiten belohnt. Dann lasst ihr uns hören. Zuerst zu Marquis Sterlins Krankheit. Es geht ihm wirklich sehr schlecht. Schon seit beinahe 3 Monaten ist er ans Bett gefesselt. Nein, Großvater!
ich ein interessantes Gerücht über seinen Zustand auf und glaubt, dass jemand den Marquis vergiftet. Er wird vergiftet? Und dieser Mann. Nun, die Leute haben zu große Furcht, als dass sie seinen Namen nennen wollten. Dennoch, sie sagten, dass die Krankheit des Marquis ihren Anfang nahm, wie immer ein gewisser Aristokrat des Schlosses. Das wäre sein eigenes. Ich fütterte einen Hummel mit ein paar Münzen und er fütterte mich dafür mit einem Namen. Der leibliche Bruder des Marquis von Selden Lord Lundgren. Wie kann das nur sein? Oh, erlaubt man ihm, um hier zu etwas davon zu kommen. Der Hörer wissen, dass er es ist, in meinen Großvater vergiftet. Trotzdem will niemand die Hand gegen ihn erheben. Warum? Sie haben Angst und es fehlt ihnen ein schlüssiger Beweis. Das Flüstern in den Reihen der Gemeinden hat kein Gewicht. Es ist der wahre Kern der Sache und vor den loyalen Gefolgsleuten des Marquis, welche den Gerüchten Glaubwürdigkeit verleihen hätten können, fehlt jede Spur. Was ich will sagen, dass man sie zu Schweigen gebracht hat, seine naheliegende Annahme. Ich kann das alles nicht fassen. Die schlimmsten Neuigkeiten kommen erst. Was? Es ist doch mehr im Gange. Eine Betrübung ist auf den Plan getreten. Sie behauptete, sie sei die Enkelin des Marquis. Zumindest ist dies die Geschichte, die Lankin unter jenen verbreitet, die sie hören wollen. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass die Leute auf die Ankunft zweier abtrünniger Ritter und eines unehelichen Kindes warten, die Anspruch auf Seelen erheben. Aber das kann nicht sein. Verräter, wir lächerlich. Er sagte, ich sei eine Betrügerin. Habt ihr nichts, was eure Herkunft belegen könnte? Als ich meine Mutter den Locker anschloss, nahm sie nichts aus Lucia mit. Milady, selbst Marquis Rafen war von eurer Ähnlichkeit zu Lady Madeline beeindruckt. Euer Antlitz ist weiß genug. Sie werden behaupten, wir hätten irgendwo einen Double aufgetrieben. Was? Wir werden als Ritter unsere ritterlichen Gelübde betrachtet. Unser Wort hat keinen Wert mehr. Nein! Unsere einzige Hoffnung ist es, Marquis Selden zu selbst zu treffen. Wir müssen uns beeilen. Wenn nicht, wird mein Großvater. Ich muss ihn sehen. Und wenn es mich das Leben kostet. Doch zuvor müssen wir uns einen Plan zurechtlegen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Schloss ziehen, werden die Truppen, welche zu viel Wachen die Nehmen und Ende bereiten. Und dann wurde die als Eidbrecher gebrandmarkt. Ich weiß nicht, was lösen. Eddie Wood. Er schien unser Vorhaben sehr freundlich gestimmt zu sein. Er müsste noch ein Catholic sein. Finden wir ihn, hilft er uns vielleicht. Aber natürlich, eine gute Idee. Dann beeilen wir uns. Ja, zurück nach Catalyst. Auf nach Catalyst! Yeah. Bittere Zusammenkunft. Oh Gott, ich bin schon über 30 Minuten. Leute, ja, vor allem, das ist nur mehr als Räter und Prätendanten des Thrones. Ich lese im nächsten Mal weiter, bevor diese Part irgendwie 400 Stunden lang wird. Bis dahin und tschüss, bye bye.